So, jetzt machen wir Tonleitern. Dieses Bild hier ist jetzt wieder eine vereinfachte Version. Das ist jetzt nicht die Nulllinie von der Gitarre, sondern ist irgendwo, weil das der Vorteil vom Gitarrespielen ist, dass man muss sich nur so ein Bild merken und kann das verschieben. Und das klingt dann immer gleich. Und wir brauchen für die Tonleiter nicht alle 6 Saiten, sondern nur die dünnen, äußersten 3. Und was du dir merken musst, ist jetzt, dein Zeigefinger bleibt immer über einem Feld, wo diese liegen. Dein Mittelfinger bleibt immer über diesem Feld, der ist gleich nur für diese eine 4 zuständig. Dein Ringfinger, der kommt wieder zweimal dran. Und dein kleiner Finger kommt auch zweimal dran. Jetzt versuch mal, ja, diese 8 Töne in dieser Reihenfolge zu spielen. Ja, habe ich schon gerade versucht. Und wo du jetzt den Zeigefinger hinmachst, auf dieser dünnen G-Seite. Da ist das dann die Tonart? Das ist dann praktisch der Name der Tonleiter. Also hier wäre dann G. Nein, du sollst auf der G-Seite irgendwo anfangen. Ja, aber wenn ich auf dieser, ne, also hier ist ja G, wäre das dann die Tonleiter? Nein, G, wenn ich hier wir haben im Film vorher gesagt, dass man einmal alle Noten malen wir mal auf, dass wir praktisch so ein Bild haben und wie jede Note heißt. Und auf dem Bild wird dann hier stehen ein B. Okay. Wenn man das G nämlich um 3 Halbtöne erhöht, ist das ein B. Das heißt, wenn du die Tonleiter hier anfängst, spielst du eine B-Tonleiter. Okay, jetzt mache ich das mal. Mhm. Super, und jetzt rückwärts. Okay, jetzt haben wir es fast. Jetzt machen wir das mal einen halben Ton tiefer, die Tonleiter. Dann spielen wir eine A-Tonleiter. Guck, wenn man die einmal kann, kann man alle Tonleiter spielen. Und das Besondere an der A-Tonleiter ist, wir können da diese 3 leeren Basssaiten als Bässe benutzen, ohne dass wir da irgendwas greifen müssen. Wir können die leer spielen. So, das einfachste Stück, was es gibt, ist Alle meine Entchen. Für Alle meine Entchen spielt man die Tonleiter bis zum 6. Ton einfach rauf und runter und das in einem bestimmten Rhythmus. Alle meine Entchen schwimmen im Klosett, schwimmen im Klosett. Zieht man an dem Bändchen, sind sie alle weg. Ja. So, und jetzt kann man eine Bassbegleitung machen. Das hat was mit Harmonielehre zu tun. Das kommt später im fortgeschrittenen Stadium. Wir haben jetzt A. Darauf basiert unser ganzes Stück und unsere Tonleiter. Das ist unser Grundton. Dann gibt es die Subdominante. Das wäre die D-Seite. Und die Dominante, wenn wir eine Melodie in A-Dur spielen, wäre dann die leere E-Seite. Und diese Basstöne hintereinander ist eine Dur-Kadenz. Die Dominante ist praktisch immer so ein Höhepunkt zum Abschluss. Jetzt spiel ich dir mal Alle meine Entchen mit Bassbegleitung vor. Musst du jetzt wahrscheinlich noch üben, hast du vom Prinzip her verstanden, ne? Wir können dieses ganze Stück mit unserem Tabulatur-Zahlentrick, malen wir das gleich zusammen auch mal richtig auf, dass du das nicht vergisst. Mhm. So, und jetzt kommt der Clou. Warum haben wir dieses saudämliche Stück gerade gelernt? Weil
alle anderen Lieder. Hänschen klein. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Oder Weihnachtslieder. Ihr Kinderlein kommet. O du Fröhliche. Mhm. Alle Lieder bestehen aus dem Tonvorrat der Dur-Tonleiter, die wir gerade kennengelernt haben. Praktisch nur diese 8 Töne in einem anderen Rhythmus, in einer anderen Reihenfolge. Und jedes Mal zu einem bestimmten Teil im Stück, zu bestimmten Tönen, gibt es eine passende Bassnote dazu, die entweder dies hier ist oder dies hier. Mhm. Das heißt, wenn du das Prinzip von Alle meine Entchen mit Bässen verstanden hast, können wir schon alle einfachen Schlager Kinder-Weihnachtslieder spielen. Cool. Ich habe auch immer natürlich ganz viele Beispielnoten in meiner Checkertasche hier bereit. Und hier haben wir zum Beispiel, ne, wo waren denn die Weihnachtslieder? Ist jetzt auch egal. Verschiedene Gitarren, Schulen. Hier sind verschiedene Noten. Diese ganzen Lagerfeuerlieder. Da, da sind sie, die bald ist wieder Weihnachten. Die Weihnachtslieder. Und ich habe auch, du wolltest so gern Wish You Were Here von Pink Floyd mal lernen. Ne? Mhm. Habe ich alles dabei. Oh, das nehmen wir dann nächstes Mal dran. Ne? Das fängt zum Beispiel so an, so als Vorgeschmack. Ne? Da müssen wir das E für können, das G für können, das D für können, das A-Moll für können und das C, soweit ich mich erinnere. Das D muss das ich gar nicht können, weil ich kann ja jetzt schon das D hier so spielen. Oder du spielst das D so, ist Geschmackssache. Es gibt nämlich, pass auf, das passt jetzt doch noch in diesem Film. Wir haben bei der Dur-Tonleiter hier 8 Töne. Die haben 8 Nummern gekriegt. 1 bis 8. Und wir haben die Tonleiter als A gespielt. So, wenn ich jetzt, vielleicht hast du in Noten schon mal überflogen, manchmal steht in Noten nicht A, sondern A4. Was ist denn so ein A4, ne? Das weiß ich auch nicht. Hast du mich neulich gefragt, Thomas, was ist A4? Das ist, wir spielen einen Akkord A, der besteht nämlich, es sind zwar 6 Saiten, aber die bestehen nur aus 3 verschiedenen Tönen. Und wenn man jetzt aus der A-Dur-Tonleiter die 4. Note noch mit einbaut, die ist ein D, dann müssen wir praktisch, das D liegt hier, weil dann ersetzen wir diesen Ton durch diesen hier und das ist dann A4. Das klingt im Grunde im Gegensatz zum normalen A. Klingt spannender und offener. Das ist jetzt alleine, weiß man noch nicht, was ist der Sinn davon. Wenn man das aber in einem Zusammenhang mit anderen Akkorden spielt, erwartet man eine Auflösung. Entweder so, oder die Auflösung könnte D sein. Weil die sich nämlich diesen Ton teilen. Das kommt ganz oft in der Musik vor. Man macht bei einem Akkord so einen zusätzlichen Ton, der da aus der Reihe herausspringt und den Akkord so ein bisschen komisch klingen lässt. Und jetzt lebt die Musik davon, da muss jetzt was danach kommen, dass das Ganze insgesamt einen Sinn ergibt. Schon ergeben 2 Sachen einen Sinn. Und die sind, die haben so eine magische Verbindung untereinander. Und das ist dieses 4. Okay, haben wir wieder einen neuen Lernabschnitt. Und dieser ganze Gitarrenunterricht ist praktisch nur noch, also dieser Einsteigerkurs ist nur noch eine Vertiefung von diesen ganzen Sachen, die wir jetzt kurz angerissen haben. Okay, Dankeschön, tschüss. Tschüss.